Wie lange gibt es schon Flugzeuge? Das ist eine gute Frage. Ui. Das wüsste ich jetzt selber nicht genau. Können Roboter auch unsere Schulaufgaben machen? Wir wollen euch heute in die Pfütze, in das Süßwasser führen. Pfützen habt ihr ja überall schon gesehen. Und wir wollen euch erzählen, was ein Wissenschaftler an einem Museum für Naturkunde macht. Und zeigen euch dann also anschließend lebende Tiere. Ihr seht also hier schon einen Wasserfloh, der lebt. Man sieht das ja ganz deutlich, das Herz schlägt also ziemlich heftig. Bei uns auch, wir sind natürlich auch ganz aufgeregt. Die meisten Wasserflöhe, die man findet, sind Weibchen. Und die produzieren Weibchen und erst im Herbst, also in dieser Jahreszeit, findet man ab und zu auch Männchen. Und wenn die Männchen sich mit den Weibchen paaren, dann produzieren sie andere Eier. Und diese Eier, die können dann über den Winter kommen. Die haben eine dichte Pelle und die können Frost überstehen oder das Austrocknen des Gewässers. Gut, hier sehen wir also die Wasserflöhe. Man sieht, dass sie so durchs Wasser hüpfen. Das machen sie mit diesen großen Antennen. Die ziehen sie rhythmisch durchs Wasser und dadurch hüpfen diese kleinen Kreaturen durchs Wasser. Und daher haben sie ihren Namen, dass es halt Wasserflöhe sind. Die Wasserflöhe, das sind aber keine Flöhe, die uns stechen können. Die stechenden Flöhe, die gehören zu den Insekten und dieses hier sind kleine Krebstiere. So, hier hat Bürger jetzt einen Wasserfloh, einen kleinen Wasserfloh aufgelegt. Hier seht ihr auf dem Rücken, das Tier liegt auf dem Rücken, seht ihr das Herz schlagen? Könnt ihr das sehen? Hier, diese kleine Blase ist das Herz. Und die Wasserflöhe haben keine Blutgefäße, sondern die Blutzellen, die schwimmen durch das Innere des Körpers zum Herzen. Und das Herz gibt dem Blut Schwung und das gerät dann hier in das Vorderende, in den Kopf, wo wir hier das Auge des Wasserflohs sehen. Die Wasserflöhe haben ein ganz einfaches Auge, damit können die keine Bilder sehen, die können aber Licht wahrnehmen. Das ist einfach nur eine dunkle Masse und hier sehen wir aber die Linsen. Der hat also mehrere Linsen und kann daher die Richtung erkennen, aus der das Licht kommt.